Ich möchte euch heute ein Buch vorstellen, das ihr nicht mehr kaufen könnt. Warum stelle ich euch das vor? Weil es ziemlich gut geschrieben ist und weil ich euch nochmal so von diesem Konzept erzählen will, was Sammlerausgaben bei Festa bedeutet. Und das Buch ist irgendwie vor 2 oder 3 Wochen rausgekommen, vielleicht auch länger, 4 Wochen. Und das Buch, als es rausgekommen ist, war es schon zu 100% vergriffen. Also es gibt 999 Bücher und das ist eine Sammlerausgabe. Das heißt, dieses Buch ist nur einmalig hergestellt, nur einmalig gedruckt worden. Und es wird es nicht als E-Book geben, das wird es nicht als echtes Buch nochmal geben. Wenn ihr Glück habt und irgendjemand das mal verkauft, auf Kleinanzeigen oder so, dann habt ihr noch die Chance, das zu bekommen. Ansonsten, das Buch ist nur für Leute, die sich da anmelden. Und zwar könnt ihr auf der Seite vom Festa Verlag, da gibt es so einen Punkt, der heißt Sammlerausgaben, da ist die E-Mail-Adresse shop@festaverlag.de, da könnt ihr euch auf eine Warteliste setzen lassen. Und dann, wenn da irgendjemand abrutscht und seine, es heißt Subskription, kündigt, dann kann jemand nachrutschen und das Buch bekommen. Also das nächste dann. Ja, was ist noch das Besondere bei den Sammlerausgaben? Die sind handsigniert. Von dem Autor oder Autorin oder Autoren. Hier sind es 3 Autoren. Hier sind 3 echte Signaturen original drin. Und hier unten steht dann das wievielte von... Ja, okay. Es sollte keine Wetterfee werden. Das wievielte von 999 Exemplaren das ist. Und irgendwie macht es das auch total spannend. Ich liebe so exklusive, geheime Sachen. Und das ist so eine Sache. Und wenn ihr da Lust habt, so wenn ihr Sammler seid, wenn ihr auf so ganz besondere Horror-Stories steht, dann ist das natürlich was für euch. Und ja, das Buch hat jetzt noch so einen Schutzumschlag. Ich mache das jetzt mal zum Lesen ab. Das sieht dann so aus. 3 Geisternovellen. Das ist von 3 Autoren und das sind 3 ganz moderne Geschichten. Und ich werde euch mal den Inhalt der 3 Geschichten in 2 Sätzen kurz vorlesen. Und dann will ich die erste Geschichte mit euch anfangen. Da es Novellen sind, sind das relativ lange Geschichten. Also ich würde sagen, von der Hörzeit sind das vielleicht 1,5 bis 2 Stunden, vielleicht 3 Stunden, die man da so hört, wenn man langsam das als Hörbuch machen würde. Aber es sind halt so Kurzgeschichten, Novellen. Und die zu lesen, also ich muss sagen, das ist wirklich irgendwie was komplett Besonderes gewesen, diese 3 Geschichten zu lesen. Die erste Geschichte ist von Keelan Patrick Burke und heißt Kuscheldecke. Die werden wir uns auch gleich anschauen. Nach dem tragischen Tod seiner kleinen Tochter hört Steve Trost eines Nachts ein Geräusch aus dem leeren Kinderzimmer und findet darin ihre alte, ausgefranste Kuscheldecke. Diese Decke hatte seine Tochter so sehr geliebt, dass er sie mit ihr begraben ließ. Ein unbeschreiblicher Albtraum beginnt. Super gruselig, aber auch richtig traurig am Anfang. Die gucken wir uns gleich an. Und dann gibt es noch 2 andere. Die nächste ist von Greg F. Giffoon. Heretika. Vor Jahren fand in einer kleinen Küstenstadt Virtue ein unsäglicher Ritualmord statt. 3 jugendliche Außenseiter werden der Tat verdächtigt. Aber haben sie es wirklich getan? Und wenn ja, weshalb? Und Laurel Hightower, Kreuzwege. Um ihren Sohn wieder zurück ins Leben zu holen, lässt sich Chris auf ein gefährliches Spiel ein, mit Kräften, die sich ihrer Kontrolle entziehen. Ja, das ist jetzt so der Schutzumschlag. Ich liebe das, wenn man so ein bisschen modernere Geschichten hat, die aber trotzdem irgendetwas Klassisches an sich haben. Und ihr werdet euch bei der ersten Geschichte merken, es ist eine ganz... Also okay, wir werden sie nicht zu Ende lesen, deswegen werdet ihr die Auflösung nicht hören. Aber das ist unfassbar genial. Das Ende, die Aufklärung, die Form von Horror... Das ist wirklich richtig heftig und ich muss sagen, ich bin so froh, dass ich noch ein Exemplar bekommen habe. Und wenn ihr für die zukünftigen Projekte und die zukünftigen Sammlerausgaben auch ein Exemplar haben wollt, dann lasst euch auf die Warteliste setzen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr gute Chancen habt, darauf zu kommen, weil die Leute halt immer so in der Regel so ein paar Bücher mitnehmen und dann mal aussetzen aus verschiedenen Gründen und dann ist Platz frei und dann habt ihr auch eine Chance. So.
Aber ich bin froh, dass ich noch eins habe. Dann kann ich euch nämlich davon erzählen. Ist nämlich ganz toll. Ja, wir lesen jetzt die erste Geschichte. Die heißt Kuscheldecke von Kellen Patrick Burke. Und die ist am Anfang sehr traurig. Wie gesagt, es geht um den Tod eines kleinen Babys, das noch nicht mal ein Jahr alt ist. Und ich finde es sehr eindrucksvoll beschrieben, wie das Leben danach weitergeht oder eben nicht weitergeht. Ohne jetzt zu spoilern, aber die Beziehung, das wird auch gleich Thema, die Beziehung der Eltern geht natürlich komplett kaputt und jeder zerbricht an der Einsamkeit, an dem Tod und kann trotzdem keine Beziehung mehr führen. Und dann taucht eben diese Kuscheldecke wieder auf. Was bedeutet das? Wer hat sie dort hingelegt? Und also es ist richtig, richtig gut. Jeder vermag die Trauer zu bewältigen, außer jenem, der trauert. William Shakespeare. Du sagst, für dich sei unvorstellbar, wie es wäre, ein Kind zu verlieren. Lass mich dir das erklären. Es ist der Anfang vom Ende deiner Welt. Stell dir vor, das Wertvollste in deinem Leben ausgelöscht wird. Für mich war das Robin, meine Tochter. Sie ist noch ein Baby gewesen, nicht einmal alt genug, um ein vollständiger Mensch zu sein. Sie hatte noch gar keine richtige Persönlichkeit. Sie aß nur, kackte und schlief. Manchmal gurrte sie, manchmal gluckste sie, manchmal lachte sie. Sie roch leicht nach Milch und Babypuder. Ich habe sie geliebt. Sie war das außergewöhnlichste Wesen auf der Welt, selbst dann, wenn ich um 8 Uhr bei der Arbeit sein musste und sie mich um 6 Uhr weckte, weil sie ihre Flasche wollte oder die Windeln gewechselt werden mussten. Selbst dann, als sie langen Phasen von Geschrei mich spät in der Nacht rasend zu machen drohten. Sogar als ich nicht wusste, wie ich sie beruhigen konnte und mein Kopf so stark zu schmerzen begann, dass ich schon dachte, ich würde in ihr Geschrei mit einstimmen. Ich liebte sie. In einer verregneten Nacht legte ich sie zu Bett und als ich aufwachte, war sie tot. Das war der Anfang vom Ende meiner Welt. Dies ist der Rest davon. 1. Es brauchte 40 Jahre, bis ich lernte, wie man Knöpfe an einem Mantel wieder annäht. Und der Tod meiner Tochter reichte aus, um darin etwas Notwendiges zu erkennen. Ohne diese Knöpfe würden sich nämlich die Knopflöcher weiten, der Stoff würde ausfransen und der Mantel zerfiele auf seinem Bügel wie ein Vampir im Sonnenlicht. Und wenn das erst passiert ist, was verhindert dann, dass mit mir dasselbe geschieht? Zu Beginn fühlte ich mich oft so, als hing ich an einem Haken im Dunkeln und würde nur darauf warten, zu zerfallen. Und so kehrten 3 Monate nach Robins Tod alle losen oder abgefallenen Knöpfe an meinem Mänteln oder Jacken so gut wie neu zurück. In manchen Fällen bewegten sich die Knöpfe kein Stück, so als hätte ich sie angeklebt. Das würde mir unausweichlich einige Schwierigkeiten bereiten, aber ich wusste, ich würde sie einfach abreißen, bloß um einen Grund zu haben, sie wieder anzunähen. Das war ein Ritual, eines der wenigen, die mich erdeten, ganz gleich wie albern es oberflächlich betrachtet aussah. An dem Tag, als ich die Decke fand, war ich allein und wandelte wie ein Geist im Haus herum. Einsamkeit brachte mich ans Handy und zu der immer noch ungewohnten Handlung, die Nummer meiner Frau wegen irgendetwas anderem zu wählen, als um zu fragen, wann sie zu Hause sei. Allerdings würde sie nicht nach Hause kommen. Und jeden Tag, an dem sie fortblieb, fühlte ich die Chance auf Versöhnung kleiner werden. Bald wäre sie so wie unsere verlorene Tochter. Nur eine Erinnerung, die auf einem Bilderrahmen oder auf meine eigenen Fieberträume beschränkt ist. Sie existierte nur, um durch ihre verrückt machende Unerreichbarkeit zu schmerzen. Bei dem Freiton stellte ich mir vor, wie das Signal die Meilen zwischen uns entlang schießt, zwischen Türmen hindurchgeschleudert, durch die Phalanxreihen verknoteter Bäume abgefeuert, um die um ihr Elternhaus gelegene Steinmauer und hinein in das aus Stahl, Plastik und Glas produzierte Mobilteil, auf dessen Display ihr ein Bild von mir entgegenlächelte. In einer Art, wie ich es niemals mehr zu tun vermeinte. Sorglos, geliebt, lebendig. Über dem Bild stünde sicherlich statt Schatz schlicht Stephen. Ich fragte mich, ob es einer der Tage war, an denen sie sich zum Antworten genötigt fühlte und war erleichtert, als der Freiton endete und ihre Stimme zu hören war, wovon mir sofort Schmetterlinge im Bauch schwirrten. »Hey«, sagte Lexi. »Hey, wie geht's dir?« »Gibt es irgendeine überflüssigere Frage an einen trauernden Menschen?«
Na, wie geht's dir? Immer noch am Trübsal blasen, weil das Wichtigste aus deinem Leben gelöscht wurde? Immer noch dabei, mit Suizidgedanken zu kämpfen, einfach weil du lieber tot wärst, als ohne deine Tochter zu leben? Oh, du weißt ja, sagte sie ihm, weil ich es weiß. Was ich nicht wusste, war, weshalb ich überhaupt angerufen hatte oder was es zwischen uns noch zu bereden gab. Aber es schien wichtig, die Stille nicht allzu tief werden zu lassen, weil wir sonst darin ertrinken könnten. Wie geht es deinen Eltern? Fragte ich. Ziemlich gut, wenn man es bedenkt. Ich soll dich grüßen. Angesichts der Tatsache, dass meine Beziehung zu ihren Eltern niemals hervorragend gewesen war, bezweifelte ich das zwar sehr, aber es war schön von ihr, das zu sagen. Grüß sie von mir zurück. Wie hältst du dich? Ich glaub ganz gut, ich vermisse dich. Darauf erwiderte sie nichts. Ich wusste, sie würde es nicht tun und hoffte, sie würde doch. Irgendeine Chance, dass ich dich dazu überreden kann, vorbeizukommen, nur um, du weißt schon, zu reden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dazu bereit bin, Stephen. Hält man jemals inne, um darüber nachzudenken, wie selten der Lebensgefährte den eigenen Namen im Alltag verwendet? Bei uns war es immer eine Koseform wie Liebling oder Babe oder sogar etwas Extravaganteres wie Traumprinz oder Pushybär. Das änderte sich nur während Streitereien, wenn der ungewohnte Klang des eigenen Namens keinen Zweifel darüber aufkommen ließ, dass man in der Klemme saß. Würdest du wenigstens darüber nachdenken? Sie brauchte lange, um zu antworten. Sicher. Es ist nämlich so, dass ich mich ohne dich in diesem Haus verloren fühle. Mich überrascht ohnehin, dass du noch dort bist, sagte sie mit dem leisen Hauch von Bitterkeit. Die unausgesprochene Andeutung darin war, dass ich ebenso von dem Ort hätte fliehen sollen, wie sie es tat. Aber im Gegensatz zu Lexi konnte ich nirgendwo anders hingehen. Hier ist zu Hause, Lex, unser Zuhause. Nein, das stimmt nicht. Es ist das Haus, in dem unsere Tochter starb, und das ist alles, was es jemals sein kann. Sag das nicht, wir können. Hör mal, ich werde dieses Gespräch jetzt nicht mit dir führen. Oder überhaupt. Was? Nichts. Unterhalte dich doch ein bisschen mit mir. Nur noch ein bisschen. Ich muss los. Babe, pass auf dich auf, Stephen, okay? Stephen. Ich hätte genauso gut einer ihrer Kolleginnen aus dem Büro sein können, die für den monatlichen Bericht über die Aufgaben durchrufen. Lex. Dann war nur noch ich allein auf dem Sofa. Das Telefon lag in meinen Händen. Ich hatte Tränen in den Augen. Die gelb gestrichenen Wände waren wegen der zugezogenen Vorhänge ihrer Farbe beraubt. Der einzige Ton in der Welt war das Donnern meines Herzschlags, den ich in den Ohren hatte. Meine Hände zitterten, ich presste sie darum aneinander und biss meine Zähne vor den schwarzen Wand der Trauer, die hinter meinen Augen emporstieg, zusammen. Das konnte doch nicht alles sein, was übrig war. Das konnte einfach nicht das Ende sein. Ich brauchte Licht, ich brauchte Hoffnung, ich brauchte Hilfe. Aber es gab niemanden, den ich hätte anrufen können. Schon immer waren es nur Lex und ich. Für kurze Zeit gehörte auch Robin dazu, und jetzt waren sie beide fort und ich war allein. Aber es war nicht die Zeit für Selbstmitleid. Mit verschwommenem Blick sah ich noch auf dem Handy nach der Uhrzeit. Der Tag war noch nicht vorüber und ich war auch nicht fertig. Entschlossen zwar, aber noch zittrig stand ich auf und ging zum Kleiderschrank, griff nach meinem Mantel mit den fest angebrachten Knöpfen und stürmte in den hellen Herbstnachmittag mit der Absicht, die Eintönigkeit der Isolation beim Spazierengehen loszuwerden. Ebenso wie die Angst vor dem Leben, in dem ich mich plötzlich wiederfand. Immerhin, wenn ich eine alte Jacke reparieren konnte, dann konnte ich mit Sicherheit auch einen Weg finden, mich selbst zusammenzunähen. Ich ging die regennassen Straßen ohne ein echtes Ziel entlang. Mein fester Schritt war nichts weiter als ein Trick, um mich selbst zu täuschen, dass ich genau irgendwo hin müsste. Wenn man einen Wasserstrudel umkreist, ist die Sorge um die Richtung bedeutungslos. So trottete ich weiter mit gesenktem Blick auf das graue Kopfsteinpflaster, das zwischen bunten Herbstlaub von hier hervorschimmerte. Also fuhren Spritzen durch Pfützen dunkle Gestalten huschend vorbei, ohne die Bürde eines ihnen auferlegten Schicksals, gingen voller Ungeduld mit dem Ellbogen voran. In den Schaufenstern erschien ich als Geist, schwand dort ebenso wie der Tag verging. Fette Kürbisse auf Treppenabsätzen schauten mir aus ihren hohlen Augen vergnüglich beim Umherwandeln zu. Die Zeit würde auch sie verschrumpeln lassen. Endlich erkannte ich, dass mein Weg letztlich doch vorherbestimmt war.
Der Himmel war bewölkt in einer coolen schwarzen Farbpalette mit gedämpften Lichtstreifen, wie ein Leichentuch auf die vor mir liegenden grünen, mit Kreuzen übersäten Hügel herabschien. Der Eingang des Friedhofs. Ein großer Steinbogen mit lateinischer Inschrift, die ich nicht verstand, war auf angemessene Weise Gotik, wie es auch der schmiedeeiserne Zaun war, der derjenige draußen halten sollte, für die Grabstätten bei Nacht eine seltsame und nicht immer wohlgesinnte Anziehungskraft besaßen. Eine ziemlich lange Zeit, ausreichend lang, damit mein eigener Schatten sich von mir entfernte, starrte ich den Torbogen an, als wäre es irgendein mystisches Portal zu einer Welt, die ich unmöglich verstehen konnte. Aber das Einzige, was mich verblüffte, war die Tatsache, dass ich, egal wie wenig ich daran beteiligt sein mochte, jemanden dort begraben hatte. Dort lagen nämlich begraben unter 6 Fuß Erde die winzigen Knochen meiner Tochter. Ein neues Leben ausgelöscht und im Boden verborgen. Mein Baby, Robin. Hier und dann für immer fort. Als die Tränen kamen und meine Beine die Kraft zu verlieren drohten, schlich sich eine alte Dame, deren Knochen und Mimik erbarmungslos vom Alter und einem harten Leben gekrümmt waren, auf dem Torbogen heraus und blickte mit zusammengekniffenem Blick zu mir auf, ihr linkes Auge verborgen zwischen zahlreichen Falten. Das andere war trüb und tränte wegen der Kälte. Sie trug ein Kopftuch und einen Mantel im herbstlichen Gelb und Rot. »Er verließ mich vor über einem Jahrzehnt«, sagte sie mit einem dünnen Lächeln, während sie näher kam. Ihre Worte klangen rauchig, Rauch wie der Wind. Er ging, um bei der Göttin der Trauer zu sein, wie wir alle es am Ende tun. Sie hob eine Hand, wedelte ihre knochigen Finger zum Abschied und schlurfte weiter. Einige Zeit später, immer noch ergriffen von dem Anblick des Torbogens und dieser lateinischen Inschrift, fasste ich den Entschluss, dass ich heute ganz eindeutig nicht in der Verfassung war, den Friedhof zu betreten, nicht bereit, vor dem Grab meiner Tochter zu knien und zu ihren kleinen, glattpolierten Grabsteinen bitten, um Entschuldigung zu wiederholen, die mir der Wind von den Lippen reißt. Ich lebte bereits in dem Haus, in dem unser größter Albtraum wahr geworden war. An diesem Tag konnte ich mich nicht dazu bringen, den Ort zu besuchen, an dem dieser Albtraum sie hinterlassen hatte. Und so ging ich nach Hause, nahm aber einen anderen Weg als zuvor, damit ich das Gefühl bekam, wenigstens etwas erreicht zu haben. Doch hinter jeder Ecke, versteckt in den Schatten zwischen den Häusern und in den Fenstern, in denen mein blasses Gesicht wie eine Halloween-Maske hing, konnte ich einzig das schreiende Gesicht meiner Frau sehen, als sie unsere leblose Tochter in den Armen hielt. Und damit kam die Erinnerung, diese so teure und verfluchte Erinnerung an diesen glückseligen Moment, an den ich so häufig zurückkehre, als ich noch nicht wusste, dass Robin tot war. Dieser Zeitpunkt des Unwissens, in dem ich für immer hätte leben können, wenn dies bedeutete, ich würde niemals die Wahrheit erfahren. Aber dann trifft mich die nackte Realität im Anblick von Lexis Gesicht, beim Klang ihres entsetzten Schmerzensschreis, ein Geräusch, das ich sich niemals zuvor machen hörte. Dann sah ich Robins winzige kleine Hand und realisierte den falschen Farbton daran, und alles wurde dunkel. Bei meiner Rückkehr wartete ungeöffnete Post auf mich, hauptsächlich Mahnung und mein Lohncheck, der nicht hoffen ließ, die Mahngebühren zu decken. Der Tod ist teuer, und wie bei der Trauer ist es nicht wahrscheinlich, dass es vorübergeht, ohne dass man sich direkt und intensiv damit auseinandersetzt. Aber nicht heute. Ich warf die Umschläge auf den Tisch bei der Haustür und hängte meinen Mantel auf. Dann schenkte ich mir eine ordentliche Menge Whisky ein. Ich summte eine Melodie, von der ich nicht einmal vor Gericht hätte sagen können, welche es war, und pflanzte mich auf das Sofa vor den Fernseher. Ich hatte angefangen, alte Sitcoms wie Cheers, WKRP in Cincinnati und MASH als eine Art Therapie zu betrachten, mich sozusagen vor der Isolation zu isolieren. Ich saß im Schein des Fernsehers, in einem leeren Raum, in dem sonst nichts war, außer mir, dem Sofa und dem Teppich, den Lexi und ich in einem Reservat innerhalb New Mexicos gekauft hatten. Erst als wir zu Hause waren, sahen wir das Schildchen Made in China. Ich war schon bei meinem dritten Whisky angelangt und kicherte mechanisch über die betrunkenen Versuche von McLean Stevenson, eine Krankenschwester zu verführen, als ich ein Geräusch von oben hörte. Es lenkte mich nur kurz ab, bloß bemerkenswert, aber nicht besorgniserregend. Die Jahreszeiten wechselten gerade und das Haus war alt, angepasst wie arthritische Knochen an Temperaturschwankungen. Ich war in diesem Haus aufgewachsen und kannte seinen Rhythmus gut, also kehrte ich zur Sicherheit einer Welt im Fernsehen zurück, ließ mich vom Personal den Soldaten bei der
4077. rekrutierten und lachte über ihren Unfug. Es ergab wenig Sinn, dass ich mir wünschte, dort zu sein, zu einem ausgedachten, mobilen, chirurgischen Militärhospital während des Koreakriegs zu gehören. Und doch schien es immer noch besser, als hier zu sein. Wenn auch nur deswegen, weil diese Jungs und Mädchen sich Trost spendeten und wussten, wie man seinen Humor als Mittel zum Klarkommen angesichts des Horrors nicht verlor. Das war etwas, das beizubehalten ich nicht fähig war. Selbst wenn ich übers Fernsehen lachte, war es kein beherztes Geräusch, eher eine automatische Reaktion, dazu gedacht, mich bei Vernunft zu halten, aber nicht laut genug, um überzeugend zu sein. Bald war mein Glas geleert und ich versuchte mich nicht dafür, wie wackelig ich auf den Beinen war, als ich aufstand, um mir ein weiteres Glas einzuschenken. Das war ja schließlich der Punkt. Wenigstens für einige Stunden würde ich einen gewissen Anschein von Ruhepause vor dem Grauen haben, das mir im Wachen wie ein schwerer Mantel anhing. Von oben kam ein anderes Geräusch. Dieses Mal ein Wischen, als wenn etwas über den Boden gezogen würde. Das leere Glas in der Hand schaute ich hinauf, als würde beschwipst sein, nun auch den Bonus beinhalten, durch Decken sehen zu können. Die Lachkonserve führte den Raum, aber das ging jetzt an mir vorbei. Es wirkte unangebracht, unpassend. Horrorfilme wären wesentlich weniger effektiv, wenn aufgenommenes Lachen während der Gruselszenen den Platz von ominöser Musik übernähme. Und glaub mir, ich gruselte mich jetzt. Das Knarren von sich bewegenden Holzbalken, sich verkantenden Fugen, das war mir bekannt. Das Geräusch von etwas Gezogenem aber nicht. Oberhalb, über der Wohnzimmerdecke, befand sich der Boden eines leeren Raumes. Es war aber einmal vor gar nicht langer Zeit Robins Zimmer gewesen. Ich habe das Zimmer seit Monaten nicht betreten. Aus demselben Grund, weswegen meine Frau in den letzten 6 Wochen kein einziges Mal in diesem Haus gewesen ist. Der Schmerz war hier viel zu stark. An der Schwelle von Robins Zimmer zu stehen und zu sehen, wo ihr Kinderbett einmal gestanden hatte, das erinnerte uns nur daran, was wir hätten tun können, hätten wir gewusst, was notwendig war. Wir verdienten es nicht, für ihren Tod verantwortlich gemacht zu werden. Auf einer gewissen Bewusstseinsebene wussten wir das beide, meine Frau und ich. Und doch war es unmöglich, uns selbst nicht verantwortlich zu fühlen. Nicht zu wünschen, dass wir unser Baby in dieser Nacht einfach mit ins Bett genommen hätten, anstatt sie allein in ihrem Kinderbett sterben zu lassen. Wir waren gute Eltern. Ich glaube nicht, dass dem irgendjemand widersprochen hätte. Aber sie starb trotzdem. Jemand muss die Verantwortung für diese lähmende Realität tragen, völlig egal, wie unlogisch oder unfair es auch sein mochte. Lexi gab mir und sich selbst gleichermaßen die Schuld. Und ich glaube, wenn ich ehrlich bin, tat ich das anfangs auch. Letztlich waren wir die Erziehungsberechtigten, mit der Aufgabe, für Robins Wohl zu sorgen. Wir sind gescheitert und nun war sie fort. Und ich befürchtete, dass dies zwischen uns eine permanente, undurchdringliche Mauer hochziehen würde. Irgendwann zöge sie endgültig aus und würde ihr Leben weiterleben, aber ich wäre nicht länger ein Teil davon. Sie würde wieder heiraten, vielleicht sogar weitere Kinder bekommen. Ich aber hatte Angst davor, dass, als Robin starb, Lexi mich gleich daneben beerdigt hatte. Das verdoppelte für mich nur noch die Trauer und schnürte in meinen dunkelsten Stunden ein schwarzes Feuer des Zorns in meinem Herzen, dass Lexi mich zurücklassen würde, obwohl sie doch wusste, dass ich sie brauchte, obwohl sie wusste, dass wir uns gegenseitig Trost spenden sollten, falls wir irgendeine Hoffnung hatten, das durchzustehen. Oder vielleicht war das nur das, was ich brauchte. Schon wieder das Geräusch. Möglich, dass es der Whisky war oder die Wut, die mich anfeuerte. Denn ich stellte mein Glas mit einem zittrigen Seufzer ab und nahm die Treppe nach oben. Es war nicht schwierig, die fantastischen Möglichkeiten dessen, was mich hinter der verschlossenen Tür des Zimmers erwartete, abzutun, selbst in einem so verletzlichen Zustand. Ich erwartete keine Heimsuchung, kein Gespenst oder irgendeine unerklärliche Erscheinung, die man dem Paranormalen zuordnet. Ich habe niemals an solches Zeug geglaubt, so sehr ich auch wünschen mochte, dass ich daran glaubte, weil ich nur so wissen konnte, dass Robin an einem besseren Ort war und nicht bloß auf ewig in der kalten, toten Erde liegen würde. Es wäre so viel leichter, an Geister zu glauben. Aber ich ging davon aus, im Zimmer einen natürlichen Besucher vorzufinden, am ehesten ein Eichhörnchen. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie verleitet worden wären, einen Weg ins Haus zu finden, auf der Suche nach einem warmen Ort für ein Nest. Nach dem Geräusch zu urteilen, waren sie die wahrscheinlichsten Eindringlinge.
Dennoch war ich wie paralysiert, als ich vor der Tür meiner Tochter stand. In der Mitte zwischen den vier Holzpaneelen der weißen Tür klebte ein einzelner Sticker. Ein Cartoon-Marienkäfer mit großen runden Augen und einem komischen Lächeln. Aus dem Mund ragte eine Sprechblase mit den Worten »Oh, hi!« Ich hatte den kleinen Sticker schon immer niedlich gefunden. Jetzt ließ er mich beinahe schwermütig werden. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeit vergangen war. Wie oft die Lacher hohl nach oben über die Treppen rollten, wobei der Fernseher Licht auf die Wand neben mir warf, bevor das scharrende Geräusch wieder zu hören war und ich meinen Kopf von der Stelle hob, an der ich an die Tür gelehnt hatte. Ich sah auf den Türknauf, den Kopf geneigt und lauschend. Das Geräusch wiederholte sich nicht. Ich war bereit zu glauben, dass es überhaupt nichts gewesen war. Vielleicht eine Einbildung oder wenigstens etwas, das es nicht wert gewesen wäre, es sofort in diesem Moment zu untersuchen. Und doch, ich öffnete die Tür. 2. In den Wochen nach der Beerdigung hatten wir Robins Zimmer völlig ausgeräumt. Die Vorhänge, rosa mit roten Herzen, kamen ab und auch der dazu passende Lampenschirm. Der rosa Flauschteppich verschwand. Wir packten Robins sämtliche Spielsachen und ihr Mobile in schwarze Plastiksäcke und verstauten sie im Wandschrank neben den Schachteln mit ihrer Kleidung und dem Skelett ihres abgebauten Kinderbettchens. Oft brachen wir an diesem und jedem weiteren Tag zusammen. Nachdem Horror Robin kalt und leblos an jenem grauenvollen Montagmorgen vorgefunden zu haben und dann zu sehen, was ihr winziger Sarg in die Erde gelassen wurde, glaubte ich, dass mich nichts härter treffen könnte. Ich lag falsch. Jede Spur von ihr in unserem Haus zu verwischen, tat genauso weh. Wir rechtfertigten das vor uns, indem wir uns sagten, alles an seinem Platz zu lassen würde auf lange Sicht mehr Schaden anrichten, als uns gut zu tun, indem es zum ständigen Erinnern führte. Und doch fühlte es sich so viel schlimmer an, systematisch alles in Säcke und Kartons zu stopfen und sie in den Wandschrank zu werfen. Als würden wir respektlos mit ihrem Gedenken umgehen. Als kümmerte es uns nicht und wollten wir nur noch mit unserem Leben weitermachen. Bis zu einem gewissen Grad musst du ja versuchen voranzukommen oder die Trauer wird dich zerstören. Du musst die Dinge, die dich an deinen Verlust erinnern, weglegen, um irgendeine Hoffnung aufs Überleben zu haben. Und dann taten wir es. Wir schlossen alles weg, als würde man allen Schmerz im Herzen verschließen und darauf warten können, dass die Zeit ein Schutzschild darum bildet. Alles bis auf die Kuscheldecke, in die wir Robin gewickelt hatten, während wir auf den Notarzt warteten. Eben gerade wurde mir klar, dass ich keine Ahnung hatte, was aus der Decke geworden war. Ich dachte, sie wäre mit ins Krankenhaus gekommen oder irgendwo auf dem Weg verloren gegangen, auf dieser langen, trostlosen Prozession zwischen den Einrichtungen der Hoffnung und der Einsamkeit des Grabes. Jetzt, als die Tür offen stand, meine Hand noch auf dem Türknauf lag und meine Schultern vor Anstrengung bebten, damit ich nicht weinen musste, wusste ich endlich, wo die Decke geblieben war. Sie lag vor mir auf dem Fußboden, in Robins Zimmer. Es gab nur ein Fenster in dem Zimmer und keine Vorhänge und kein Kinderbett davor, als die Straßenlaterne ein dämmeriges Rechteck aus gelbem Licht auf den Holzboden zeichnete. Genau in diesem matten Schein lag die Decke. Ich konnte nichts anderes tun, als sie mit trauriger Verwunderung anzustarren. Warum war sie hier gelandet? Wie kam sie dahin? Obwohl es schon eine Weile her war, dass ich den Raum das letzte Mal betreten hatte, wusste ich zweifelsfrei, dass die Kuscheldecke weder damals noch zu irgendeinem anderen Zeitpunkt nach Robins Tod dort gewesen war. Angenommen, das Geräusch vorhin daher rührte, dass die Decke bewegt worden war. Wer oder was hatte sie dann bewegt? Und woher sollte sie gekommen sein? Die Antwort war so offensichtlich wie unliebsam. Die Eichhörnchen. Diese kleinen beschissenen Eindringlinge mussten sie dort, wo auch immer sie verstaut gewesen war, herausgezogen haben. Die Schranktür war jedoch geschlossen. Ich betrat das Zimmer und schaute hoch. Noch die beiden kleinen Ventilationsschächte in der Zimmerdecke waren geschlossen, beziehungsweise der Spalt war viel zu schmal, um irgendwelche Nagetiere hindurchzulassen. Dennoch wusste ich, nur weil kein offensichtlicher Zugang zu sehen war, hieß das nicht, dass es keinen gab. Wenn sie gezwungen sind, sind Eichhörnchen einfallsreiche Bastarde. Und bei allem, was ich wusste, lebten sie unter den Holzdielen und hüpften heraus, wann immer sie wollten. Ich notierte mir, den Schädlingsbekämpfer am Montag anzurufen, obwohl ich wusste, dass ich es ohnehin nicht tun würde. Es war bloß eine rationale Antwort auf ein irrationales Ereignis.
Mich packte ein Unwohlsein, das ich nicht genau beschreiben kann, während ich das Zimmer durchquerte und die Kuscheldecke aufhob. Als meine Finger den Stoff berührten, durchzog ein unbehaglicher Ruck wie elektrischer Strom meinen Arm, schoss mir in die Brust und in den Nacken, sodass ich reflexartig die Decke auf den Boden fallen ließ. Ich ging ebenfalls zu Boden. Dabei landete ich hart auf den Knien und legte eine Hand auf den Mund, als hätte ich Angst, jemand könnte mein ersticktes Weinen hören. So wie die blassblaue Baumwolldecke in diesem Rechteck aus Licht vor mir lag, konnte es genauso gut den Anblick des offenen Grabes meiner Tochter sein, bei all dem Kummer, den sie wachrief. Ich wollte sie wieder berühren, an mein Gesicht drücken und daran riechen, falls noch ihr Duft daran hing, aber ich fürchtete mich davor. Stattdessen habe ich eine Stunde damit verbracht, mir das Bild in der Mitte der Decke anzusehen. Es zeigte zwei Häschen in viktorianischer Kleidung, die rote Ballons aus Filz hielten. Sie sahen merkwürdig düster aus für etwas, das Kindern gefallen sollte. Ihre Kleidung war schäbig und alt. Der eine Hase war größer als der andere. Ihre überdimensionierten Augen wirkten wie zerfaserte Daumenabdrücke. Die Münder standen offen und die Zungen waren rausgestreckt, als wollten sie etwas sagen, das der Künstler aber vergessen hatte, hinzuzufügen. Die Zeit hatte der Stickerei an manchen Stellen zugesetzt, sodass einige ihrer Glieder einen unveränderten, gelähmenden Ausdruck bekamen. Das kleinere Häschen hatte freischwebende Hände, deren Handgelenke durch Abnutzung abgetragen worden waren. Wenn überhaupt etwas, dann deuteten ihre Haltung und ihr Ausdruck auf Gereiztheit hin, als wäre es eine Art Übergriff, sie zu betrachten. Irgendwie wurde man das Gefühl nicht los, dass sie eigentlich einander betrachteten und nicht mich anblicken sollten, nachdem sich ihr Gespräch unterbrochen hatten, um mich dafür zu rügen. Drei wellige Linien unter ihren Füßen sollten den Boden darstellen, auf dem sie standen. Sie sahen nach gepflügter Erde aus, so wie Ackerboden. Es war eine solch seltsame und überhaupt nicht heitere Abbildung, weshalb ich mich zum ersten Mal verwundert fragte, wo und weshalb Lexi sie überhaupt gekauft hatte. Ich wischte mir die Augen, kam mit schmerzenden Knien hoch und hob dabei die Kuscheldecke auf. Dieses Mal gab es keinen Stromschlag, aber der Stoff fühlte sich kalt auf meiner Haut an. Zweifelsfrei kam es daher, dass sie lange auf dem Boden gelegen hatte. Nachdem ich beim Verlassen von Robins Zimmer die Tür hinter mir geschlossen hatte, ging ich zum Telefon. Trotz meiner Trauer, trotz der Überraschung, Robins Decke zu finden, war ich weder betrunken noch töricht genug, mir die Chance entgehen zu lassen, sie als Druckmittel zu verwenden. Vier Versuche brauche ich, bis Lexi dranging, aber trotz der späten Stunde war ich dabei geblieben. Letztlich nahm sie den Hörer ab und vergaß schnell, dass sie aufgebracht war, als ich meine Entdeckung verkündete. »Ihre Decke? Welche denn?« »Die aus ihrem Bettchen, das ausgeblichene blaue Baumwolltuch mit den Hasen und den Ballons drauf.« »Hatten wir die nicht? Ich dachte, wir haben sie verloren.« »Dachte ich auch.« »Sagtest du, sie lag auf dem Boden?« »Ja.« »Wie kann es sein, dass du sie jetzt erst findest?« »Keine Ahnung.« »Es war ihre Lieblingsdecke, weißt du noch?« Ich widerstand dem taktlosen Impuls, darauf hinzuweisen, dass ein 9 Monate altes Kind wahrscheinlich nicht ausreichend entwickelt gewesen war oder lange genug gelebt hatte, um Vorlieben zu haben, sondern wartete lieber darauf, dass sie weitersprach. »Aber warum sollte sie ausgerechnet da liegen? Wir haben das Zimmer leergeräumt und alles verstaut.« »Das habe ich mich auch gefragt.« »Du denkst doch nicht...« »Ehrlich gesagt, ich habe überhaupt nichts gedacht. Ich habe sie einfach nur gegriffen und dich angerufen.« Die Lüge sollte von dem Gedanken ablenken, den Lexi mit Sicherheit gerade im Kopf formulierte. Es war derselbe, den ich vermied, weil er nur noch zu mehr Schmerz führen konnte. »Nein, Lexi, ich glaube nicht daran, dass es ein Zeichen ist.« »Ich hätte sie gern, Stephen. Wäre das okay für dich?« Ich schaute auf die über meinen Schoß ausgebreitete Kuscheldecke, deren Blau so ausgeblichen war, dass es schon grau anmutete. Ein Hase lag wie geschwollen über meinem Knie, der andere verschwand in einer Falte zwischen meinen Beinen. »Natürlich, Babe. Ich kann es dir schicken oder ich bringe sie auf dem Weg zu meiner...« »Nein, das dauert alles so lang. Kann ich vorbeikommen und sie heute Nacht holen?« Überrascht setzte ich mich auf. Die Kuscheldecke und der nächste Drink waren ganz vergessen. Ich fokussierte den Haarriss in der Wohnzimmerwand. So sehr ich mich darum bemühte, mir keine falsche Hoffnung zu machen, gerade jetzt fiel es mir schwer abzustreiten, dass ich doch welche machte. »Sicher, sicher, wann?« »Ich kann in einer Stunde da sein, wenn du bis dahin noch wach bleibst.« Wenn ich nicht ohnehin vorgehabt hätte, bis spät in die Nacht zu trinken, hätte ich sicherlich meine Zeitplanung geändert, um mich ihr anzupassen.
Sie war so lange in diesem Haus nicht gewesen, und obwohl ich wusste, dass ich meine Erwartungen im Zaum halten sollte, immerhin kam sie wegen der Kuscheldecke, nicht meinetwegen, war es bei der Aussicht auf ihren Besuch unmöglich, den Rausch der Aufregung zu leugnen. Ich werde wach sein. Na klar werde ich das. Okay, danke, Stephen. Wir sehen uns gleich. Dann legte sie auf. Ich ließ meine Hoffnung einen Moment lang gegen die Vernunft anbranden, bevor mir auffiel, wie dreckig das Haus war. Schlagartig sprang ich auf und flitzte von Zimmer zu Zimmer, um die Beweise für mein Strohwitwer-Dasein zu beseitigen. Danach hatte ich bloß noch ein paar Minuten, duschte schnell, putzte die Zähne und zog mir etwas Frisches an. Als die Türklingel läutete, war ich zumindest halbwegs vorzeigbar. Ja, das war ein kleiner Ausschnitt. Um euch nur mal so ein bisschen die Stimmung zu zeigen, dass die Story geht noch in eine ganz krasse, verstörende Richtung, und das ist super spannend. Vielleicht hat euch die Stimmung so ein bisschen mitgepackt, aber wie gesagt, das Buch kann man nicht mehr kaufen. Aber ich dachte, ich zeige es euch trotzdem, und ja, wie gesagt, wenn ihr so ein Sammlerexemplar, ist ja nicht nur, dass diese Geschichten dann so quasi einmalig so auf dem deutschen Markt erscheinen, sondern dass sie halt signiert sind von den echten Autoren. Und ja, dann könnt ihr euch, wie gesagt, da auf eine Warteliste setzen. Und ansonsten, sofern es mir immer möglich ist, auch eine Sammlerausgabe zu bekommen, werde ich euch die auch weiterhin vorstellen, damit ihr einfach immer so einen Blick drauf habt.